Ich bin die Carina von Bitsy Eyes. Wir haben Bitsy Eyes zusammen mit meinem Mann 2009 gegründet. Wir stellen Speiseeis her. Klassisch, traditionell bedeutet, wir verwenden ausschließlich frische Produkte, wir verwenden keine Fertigmischung, wir machen ganz ehrliches Eis. Unser Eis zeichnet sich halt dadurch aus, dass es zu 100% biologisch ist. Wir haben eigene Sorten kreiert, die es so noch nicht gab. Wir haben viele Sorten, die vegan sind, die laktosefrei sind, da ist für jeden was dabei. Also nach knapp 8 Jahren haben wir mittlerweile so um die 40 Sorten im Sortiment. Das Sortiment wechselt immer, wir versuchen immer ein bisschen saisonal zu sein. Das Bitsy-Eis hat sich bei den Frankfurtern mittlerweile ganz gut durchgesetzt mit unseren beiden Eisdielen. Wir vertreiben ebenfalls die Convenience-Produkte in Einzelhandel. Also in der Produktion arbeiten wir mit 2 bis 3 Leuten. In den Wintermonaten in den Läden arbeiten wir mit 5 bis 6 Personen. Hessen ist ja mit Frankfurt eine Metropole. Hier steckt eigentlich ganz viel aus ganz vielen verschiedenen Kulturen drin. Genauso wie in unseren Eissorten. Es gibt Eissorten, die ganz klar verschiedenen Ländern zuzuordnen sind. Sorten, die auf Reisen entstanden sind, wie zum Beispiel das Orange Minze oder das Mandelkardamom. Ja, Bitsy Eis ist eigentlich mein Baby.